Diese Sendung widmet Ihnen Energie Burgenland. Die Stadtgemeinde Baden setzt ein Zeichen in Sachen Umweltbewusstsein. Alle Kindergärten sind in bester thermischer Qualität ausgeführt. Es wurden mittlerweile 3 Kindergärten und ein Zubau in Passivhausqualität errichtet und sie gelten damit als Musterbeispiel in Sachen Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Die Stadt Baden bei Wien ist E5-Gemeinde. E5-Gemeinden erhalten Hilfsmittel und Unterstützung, um ihre Energie- und Klimaschutzziele jährlich neu festzulegen und selbstverantwortlich umzusetzen. Wir sind eine Klimaenergieregion. Photovoltaik ist in Baden ganz, ganz wichtig. Wir haben auf 18 öffentlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen. Wir wollen da auch Vorbild sein als öffentliche Hand. Vorbildlich sind auch die 4 Kindergärten, die bereits in Passivhausstandard errichtet wurden. Grund war eine Novelle zum niederösterreichischen Kindergartengesetz im Jahr 2007. Seither dürfen bereits 2,5-Jährige im Kindergarten aufgenommen werden. Wir wollten diesen Mehrbedarf relativ rasch umsetzen und kamen auf die Idee, Passivhäuser zu errichten, weil sie auch einen hohen Vorfertigkeitsgrad haben. Und das hat uns sehr gut gefallen. Obendrein war es auch so, dass wir natürlich begeistert waren von der Nachhaltigkeit, von der Energieeffizienz. Der Kindergarten Heidhof in Baden besteht aus einer Gruppe und ist gleichzeitig auch ein Generationentreff. Ein abgetrennter Bereich gehört nur dem Kindergarten. Bewegungsraum und Küche werden gemeinsam genutzt. Für Seniorenbasteln, Seniorenturnen oder auch für Jugendpartys. Abgesehen vom Umweltgedanken und der Nachhaltigkeit, wie sehr profitieren denn die Kinder von dieser Bauweise? Wir glauben, die Kinder profitieren sehr. Unser Architekt hat sich bemüht, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Die Kindergärten sind lichtdurchflutet. Wir haben hier Anlagen, die die Luftzirkulation regeln. Es entsteht dadurch ein Wohlfühlgefühl und das nimmt Einfluss auf das Leben hier und die Arbeit hier im Kindergarten. Ein zweites Beispiel für ein gelungenes Projekt ist der Kindergarten in der Biodenkgasse. Dieser ist für 4 Gruppen und maximal 80 Kinder konzipiert. Von der Aula aus erschließen sich die 4 Gruppen entlang einer Dorfstraße. Die Photovoltaikanlage am Dach deckt rund 80% des Energiebedarfs ab. Die Verantwortlichen der Stadtgemeinde haben Gefallen am nachhaltigen Bauen gefunden. Wir wollen in Zukunft Schulen sanieren, aber auch natürlich alte Kindergärten im Passivhausstil, im energieeffizienten Stil wieder revitalisieren. Die Badener Passivhaus-Kindergärten gelten als Musterbauten hinsichtlich Energieeffizienz und umweltfreundliches Bauen. Zahlreiche Delegationen aus dem EU-Bereich und auch eine estnische Delegation, bestehend aus Architekten, Planern und Politikern, waren bereits in Baden zu Gast, um diese öffentlichen Bauten zu studieren. Nicht nur auf Weihnachtsmärkten, wie zum Beispiel hier in Baden, er wird gerade aufgebaut, wird sehr viel Wert auf effektvolle Beleuchtung und Weihnachtsdeko gelegt, auch in vielen Privathaushalten. Alles soll funkeln, blinken und glitzern. Vergessen Sie dabei aber nicht aufs Energiesparen. In der Weihnachtszeit ist für viele eine stimmungsvolle Beleuchtung ein Muss. Natürlich gibt es im Bereich der Weihnachtsbeleuchtung Jahr für Jahr Neues. Heuer ist wieder LED natürlich nicht mehr wegzudenken. Bei den Lichtfarben ist das schlichte Weiß nach wie vor voll im Trend. 3D-Figuren und auch verschiedenste Dekorationselemente für den Tischbereich, sprich Batterieketten, Lichterketten für Vasen und Kränze sind auch heuer wieder ein Renner. LEDs sind klein und robust.
Sie sind schaltfest und dimmbar. Außerdem lassen sie sich leicht in die verschiedensten Formen integrieren. LED hat gegenüber einer herkömmlichen Lichterkette eine Stromersparnis von bis zu 80%. Des Weiteren hat es eine 10-mal höhere Lebensdauer. Die Lichtfarbe richtet sich je nach dem Effekt, den man erzielen möchte. Wenn man einen heimeligen Effekt haben möchte, nimmt man eher warmweiß. Kaltweiß nimmt man, wenn man sich eher von den anderen etwas abheben möchte, wird aber eher im Geschäftsbereich verwendet. Im Außenbereich und natürlich im Zusammenhang mit Kindern ist Sicherheit ein wichtiges Thema. Wo sich Kleinkinder bewegen, sollte man Weihnachtsbeleuchtung mit Trafo verwenden, sprich Schutzkleinspannung. Und im Außenbereich immer nur Produkte verwenden, die dafür auch vorgesehen sind. Spritzwassergeschützt, immer ein Produkt wählen, das ein Gütesiegel hat. Und im Außenbereich, wenn man mehrere Elemente miteinander verbindet, das entsprechende Kabelsystem verwenden. Hier ist es am besten, wenn man vorkonfektionierte Stecker verwendet. Installationen im Außenbereich sollten nicht zu Stolperfallen werden. Auch sollten Sie Außensteckdosen nutzen. Legen Sie die Kabeldurchführungen nicht durch offene Türen und Fenster, denn dadurch geht wertvolle Heizenergie verloren. Vanillekipferl, Lebkuchen, Zimtsterne. Wenn Ihre Weihnachtsbäckerei gelingen soll, dann brauchen Sie den richtigen Backofen. Wir haben uns bei Miele für Sie umgeschaut, welche Backöfen im Trend liegen. Die Weihnachtszeit ist die stimmungsvollste Zeit im Jahr und es wird gebacken. Natürlich ist beim Backen auch das Energiesparen ein Thema. Wir haben einen Experten von Miele getroffen und nachgefragt, was man beim Backen beachten sollte. Wenn Sie gerne Kekse backen, dann mit der Heißluft Plus arbeiten. Bei Miele ist so, Sie können hier 3 Bleche gleichzeitig backen und damit wird wunderbar Energie gespart. Maximale Temperatur bei Kekse backen 160 Grad und wir sparen schon wieder Strom ganz einfach ein. Mit der Heißluft geht das hervorragend. Natürlich gibt es auch bei Backöfen neueste Trends. Gefragt ist auf der einen Seite unser Programm Klimagarn. Klimagarn im Backofen, das ist so eine Kombination aus Heißluft plus und Dampfzugabe. Und damit habe ich gerade beim Backen von Brot oder Germteigen oder auch Fleisch wunderbare Ergebnisse. Zum Beispiel Händelhaxen mit der Dampfzugabe. Das Fleisch ist wunderbar saftig, bleibt saftig, trocknet nicht aus, aber die Haut ist perfekt knusprig. Aber auch beim Brot. Krosse Oberfläche, krosse Kruste, wenn Sie so wollen, und das Innere ist wunderbar saftig. Und schneiden lassen sich diese Köstlichkeiten direkt auf dem Backblech, denn es ist schnittfest. Wichtig ist auch die einfache Bedienung der Backöfen. Unheimlich innovativ ist unsere M-Touch-Bedienung. Das bedeutet, wir bedienen im Display, wir wischen und wir scrollen, so wie Sie das vielleicht von Ihrem Handy auch kennen. Wem das alles zu modern ist, für den gibt es auch noch die klassische Variante mit dem Drehknebel. Noch ein Energiespartipp zum Schluss. Schalten Sie den Ofen einfach ein paar Minuten vor Ende der Backzeit aus. So nutzen Sie die Restwärme. Zum Schluss zeigen wir Ihnen noch, wie Sie aus einer Sekt- oder Weinflasche eine effektvolle Beleuchtung machen. Schalten Sie die LED-Stablampe ein und schieben Sie diese in eine leere Wein- oder Sektflasche. Und schon ist Ihre individuelle Dekoleuchte, auch Bottle Light genannt, fertig. Die Stablampe ist 26 cm lang und passend für alle Standard-Weinflaschen mit 17 bis 22 mm Halsinnendurchmesser. Die Leuchtdauer beträgt rund 100 Stunden pro Batteriesatz. Die LED-Stablampe ist die perfekte Beleuchtung, auch für die Weihnachtszeit. Das war's auch schon für dieses Mal. Im Namen des Teams bedanke ich mich für Ihr Interesse und fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr 2014 und bis wir einander wiedersehen, viel Energie.
Diese Sendung widmete Ihnen Energie Burgenland.